denn dieser Kanal, der kümmert sich halt um Finanzen, Steuern, Politik, News, auch immer ziemlich kritisch. Ja? Kann ein Oligarch sein Vermögen über eine Stiftung in Europa schützen? Letztendlich, was hier passiert ist, eine totale Kontrolle wird hier vorbereitet des Bürgers in der EU. Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin der Stylianos Brusenbach, bin Steuerberater vom Beruf und als ich im Internet gelesen habe, Vermögensregister der EU kommt, habe ich mir die Mühe gemacht. Schalte mal ganz kurz um. Da ist mein Stift. Und zwar findet ihr diese Quelle genau hier. Da könnt ihr mal gucken, damit man das mal sieht. Und zwar, wenn ich jetzt blätter, da findet ihr auch diese drei Gesetze. Und ich habe mir gedacht, wenn die EU jetzt dieses Vermögensregister plant, 24 soll es wohl kommen, also genaueres gibt es noch nicht. Und im April möchte man noch eine weitere Entscheidung treffen. Und heute ist bei der Aufnahme der 24. April, also diese Woche eigentlich. Und ich habe mir die Gedanken gemacht, kann eigentlich, jetzt kommt was ganz Provokatives oder Provokantes, kann ein Oligarch sein Vermögen über eine Stiftung in Europa schützen, wenn man jetzt auch sieht, dass es nicht nur die Gesetze gegen Oligarchen, ich spreche das böse Wort jetzt nicht aus, sonst werde ich wahrscheinlich direkt gesperrt vom Algorithmus, obwohl ich nichts mache. Und hier auf dieser Seite könnt ihr sehen, die EU-Sanktionen gegen im Detail und es sind verdammt viele. Aber ein Oligarch, ja, das muss nicht unbedingt hier so gemeint sein, sondern Oligarch kommt ja eigentlich so aus dem Griechischen, ich bin ja auch Grieche, so Herrscher. Wenige herrschen über viele, sind also ziemlich reiche Menschen, vermögende Menschen, muss also kein Milliardär sein. Und in dem Zusammenhang habe ich mir die Frage gestellt, ist es eigentlich künftig möglich, als reicher Mensch, Oligarch, sein Vermögen zu schützen? Und jetzt gibt es hier drei verschiedene Gesetzesvorlagen, die verschiedene Dinge regeln. Und ich habe das mal in der Übersetzung, ich fange mal oben an und gehe mal durch und da steht... mit Bestimmungen zur Durchführung einer Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, zur Transparenz von wirtschaftlich Berechtigten und zur Verwendung von anonymen Instrumenten wie Kryptowerten, sowie neuen Entitäten wie Crowdfunding-Plattformen. So enthält, es enthält auch Bestimmungen zu sogenannten Goldpässen und Visa. Da wird man ja schon Angst und Bange. Erstens lese ich da, Krypto ist nichts Tolles, Goldpässe und Visa. Zweites Gesetz, Anti-Geldwäsche-Gesetz, das ist das hier, enthält nationale Bestimmungen zur Aufsicht und den Finanztransaktionsuntersuchungen sowie zum Zugang von zuständigen Behörden zu notwendigen und zuverlässigen Informationen. Und dann kommt das dritte Gesetz, müsst ihr echt mal reingehen in dieser Quelle, ja, Europaparlament, EU ist das, ja. Die Verordnung zur Einrichtung der Europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde und so weiter, ihr Lieben. Also, letztendlich, was hier passiert ist, eine totale Kontrolle, meine persönliche Meinung, eine totale Kontrolle wird hier vorbereitet des Bürgers in der EU, denn immer unter dem Deckmantel Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es macht sich immer super cool mittlerweile, wenn du so Schlagwörter nimmst, die Angst und Schrecken verursachen oder einfach sagst, wir haben jetzt irgendwie Klimakrise oder irgendwas anderes Schlimmes, ja? Und wir haben ja eigentlich schon genug durch in dieser Welt und es wird immer schlimmer eigentlich und die Gesetze werden ja auch immer schlimmer. Und jetzt passieren solche Dinge, also in diesem Beschluss, 28. März war das gewesen, 23, kündigten das Econ Ausschuss für Wirtschaft und Liebe, so wird das abgekürzt, Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres an, dass sie Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erheben wollen. Dabei stellt die Vorgehensweise aber sich mehr heraus in totale Überwachung. Denn es ist ja so, ne, dass Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Behördenmitarbeiter und sogar Journalisten, Klammer auf, vielleicht regierungskonforme Journalisten, Zugang bekommen zu diesem Vermögensregister, was jetzt aufgebaut wird. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr lieben Politiker aus Deutschland, wir haben hier eine Neidgesellschaft, ja? Und jetzt kann wahrscheinlich euer Nebenbuhler, also sprich im Parlament, im Bundestag, nachschauen, was du denn so an Vermögen hast. Und das wird ja der Wahnsinn, wenn ihr das mal wirklich mal für euch einfach mal klar macht, was ihr da beschlossen habt oder beschließen werdet. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das bedeutet, dass alle Einkünfte und Vermögen, wie Aktien, Kryptowährungen, Immobilien, Gold, Silber
Und insbesondere auch werthaltige Assets, das kann zum Beispiel sein ein Luxusauto, eine Yacht oder sonstige Dinge, die ihr vielleicht habt, ein Kunstwerk, eine Rolex, eine tolle Handtasche, eigentlich alles. Das wird erfasst. Und der Hammer ist, ihr müsst als Bürger dieses Register aktuell halten. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann geht's ja weiter. Jedes EU-Land soll dann eine Behörde schaffen. Also wir haben doch schon genug Bürokratie, ja. Es gibt so viele Bürokraten mittlerweile in Deutschland, zu viele. Das Parlament ist auch schon der Wahnsinn. Und da wird also noch mehr geschaffen. Und in dem Zusammenhang steht ja noch was. Die EU verleiht mit diesem Gesetz jeder Behörde, Hochschule und Journalisten, wie gesagt, Zugang zu den persönlichen Vermögensregistern aller EU-Bürger. Und in dem Zusammenhang will man ja auch das Bargeld begrenzen, dass du nicht mehr 10.000 Euro verwenden kannst, um eine Transaktion abzuwickeln, sondern nur noch 7.000 Euro. Und bei Kryptos soll es sogar so sein, nur noch 1.000 Euro, wenn du den Gegenüber nicht verifizieren kannst, identifizieren kannst. Also eine totale Kontrolle kommt hier rein und ich wage zu behaupten, dass wahrscheinlich es so sein wird, wenn du erstmal alle Daten aller Europäer aufgenommen hast. Und ich komme gleich auf die Ausgangsfrage zurück, ob du als Oligarch über eine Stiftung dein Vermögen sichern kannst. Natürlich nicht, ist die Antwort. Denn ihr müsst ja noch Folgendes sehen. Schaut mal, es gibt hier, und ich zeige euch das nur so fragmentenweise, weil das ist so Spezialmaterie. Paragraph 15 AStG, das ist so, dass dieser Paragraph, der gilt natürlich für Stiftungen, die im Ausland ansässig sind. Und wenn du das mal so liest, dann fängt das hier an, Vermögen und Einkünfte einer Familienstiftung, die Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, also zum Beispiel in Liechtenstein, werden dem Stifter, also wenn der Stifter hier in Deutschland noch verbleibt, wenn er unbeschränkt steuerpflichtig ist, sonst den unbeschränkt steuerpflichtigen Personen, die bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind. Das ist im Gesetz gar nicht so genau definiert, aber man kann sagen aus der Rechtsprechung, alle die Möglichkeit haben, Geld aus dieser Stiftung für sich zu saugen, so kann man es verstehen, neben dem Stifter. Klar, der Stifter schreibt seine Satzung und schreibt eben rein, ich bekomme für meinen Urlaub demnächst 10.000 Euro. Kannst du machen, ist gar kein Problem. Und meine Kinder, meine Enkel, bla bla bla. Das ist so ein bisschen, was gemacht wird. Und ganz wichtig, ein Satz dazu, Paragraph 15, wenn ihr ein Stifter seid und sowas mal in Liechtenstein organisiert, dann verabschiedet euch von allem. Ich empfehle immer, kein Bankkonto mehr zu haben oder zumindest keine Verfügungsgewalt. Selbst euer Vorstand in der Stiftung, das ist ein fremder Dritter, den kennt ihr gar nicht und der sitzt auch bitte nicht in Deutschland. Aber ist ein anderes Thema. So, und mit diesem Vermögensregister ist es ja so, wenn du also in Deutschland bist, dann müssen diese ganzen Informationen gegeben werden. Und das ist ja das Schlimme. Und Kryptos. Kryptos sind auch so eine Geschichte. Ich habe heute Morgen noch ein kleines Video aufgenommen, dass das Bundesfinanzministerium im Letter April 23 hat es was dazu gesagt, zu dem digitalen Coin, was die EZB rausbringen wird. Die CBDCs auf Deutsch gesagt. Aber müsst ihr euch gesondert anschauen. Deswegen abonniert auch kräftig diesen Kanal, denn dieser Kanal, der kümmert sich halt um Finanzen, Steuern, Politik, News, auch immer ziemlich kritisch. Ja. Und ja, ich will jetzt nicht noch weitermachen, sonst dauert das wahrscheinlich auch viel, viel zu lange. Aber die Seiten werden wir verlinken, haben wir euch mal gezeigt, was hier ist. Und das Schlimme ist einfach, dass die in Europa, die machen so viel an Regularien, dass du überhaupt keine Freiheit mehr hast, irgendwas zu atmen. Und wenn du, sagen wir mal, digitale Coins programmierst, dann kannst du sagen, ich, also Stylianos, ist zu dick, ich darf keine Süßigkeiten mehr kaufen. Das kannst du in diesem digitalen Geld programmieren. Da gehe ich irgendwo hin, möchte Süßigkeiten kaufen und ich bringe es mal auf die Spitze, was du damit machen kannst. Ich krieg keine. Oder Zigaretten. Ich krieg keine. Aber künftig kriege ich Joints. So sieht das aus, ihr Lieben. Also, Vermögensregister kommt. Wir wissen noch nicht genau wann. Und du kannst natürlich damit auch eine Vermögensabgabe in der EU einführen. Na klar, du hast dann alle Assets offengelegt. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier passiert in diesem Land. Und deswegen beraten wir natürlich Menschen, was musst du machen, dass du quasi all dein ganzes Vermögen hier nicht mehr hast. Am besten alles verkaufst, du nimmst dein Geld mit und haust ab, weil ich will nicht so sehr ins Detail jetzt gehen, wie das geht. Aber wir beraten dann natürlich in dem Punkt, wie du das natürlich auch steuerlich bestmöglich gestaltest, damit du quasi dieses Land verlassen kannst oder quasi dieses Land nicht verlassen kannst, hier bleibst und trotzdem quasi dich so positioniert, dass es top ist. Okay, ich wollte ein ganz kurzes Video machen zu dem Thema. Das war's vom Stylianos. Abonniert kräftig den Kanal, auch YouTube, Instagram natürlich und auch TikTok. Ciao, macht's gut.